Hallo zusammen, hier spielen wir jetzt Atrocities, wie man auf dem Bildschirm etwas schwierig erkennen kann, aber das soll es heißen. Es ist auch ein Horrorspiel, ein sehr düsteres Spiel, allerdings ist es diesmal etwas kürzer. Also können wir gleich loslegen. Ein E-Mail. Hallo Tom, wir haben über deine Untersuchungen, über den Atrocities-Fall gehört und wir dachten, du würdest gerne einen Artikel darüber schreiben. Wenn du es gut machst, dann könnte ein Bonus für dich drin sein und sehr viel extra Arbeit. Viel Glück, Paul, schreibt uns das. Das ist unser Chef. Okay. Play Game. Okay, dann machen wir uns mal unsere Nachforschungen. Moment, was stand da? Geh doch nicht gleich wieder weg. Ach so. Ja, es ist das Treppenhaus. Zuerst schauen wir uns unten um. Eine Gestalt, die sich erhängt hat. Es geht immer so schnell wieder weg. Irgendein Event müssen wir jetzt hier auslösen, damit wir hier weiterkommen. Oder? Irgendwie kommen wir überhaupt nicht weiter. Also dann, Leute, tschüss, das war ja das Spiel. Nein, natürlich nicht. Hier muss es ja irgendwie weitergehen. Das ist jetzt merkwürdig. Gut, wir sind wieder da, wo uns der Geist erschienen ist. Müssen wir uns hier umdrehen? Du sollst sterben. Sieht so aus, als wäre ich hier nicht so willkommen. Aber das ist wahrscheinlich das Trigger-Event, dem wir nach oben kommen können. Oder hängen wir hier schon wieder fest? Du sollst sterben, dabei den Ausgang zu finden. Nie wirst du hier weiterkommen. Auf dem Boden lag noch ein Buch. Wenn sehr viel Wut an einem Ort ist, dann kann es passieren, dass diese Wut nicht mehr weggeht, sondern dass sie immer an diesem Ort bleibt und die lebenden Seelen foltert, die diesen Ort betreten, und zwar für immer und immer, bis sie selber ein Teil dieser Wut, dieser Rage werden. Du sollst dich erinnern, wie die verlorenen und verdammten Seelen sich erinnern. Es ist wie ein Fluch, aber schlimmer. Die Menschen, die dort hineingeraten sind, können nicht immer den gewaltigen Druck ertragen, den der Fluch auf sie gelegt hat. Sie werden wahnsinnig oder sogar schlimmer. Sie sterben. Du sollst dich erinnern und du wirst
von der Kraft der Erinnerungen konsumiert, also ja. Aufgesogen dann praktisch. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob ich irgendwie... Ich kann diese Tür nicht öffnen. Zurück. Kann ich hier? Der Schreibtisch ist weg. Ich kann diese Tür nicht öffnen. Kann ich mich nochmal umdrehen? Du sollst sterben. Oder du wirst sterben. Sieht so aus, als wäre ich hier nicht willkommen. Wieder dasselbe Bild. Doch noch was geben. Ich muss doch nach oben kommen oder geradeaus oder irgendwas. Irgendwo muss ich doch noch was anklicken können. Das kann doch gar nicht wahr sein. Das Einzige, was mich wahnsinnig macht, ist, dass ich hier nicht weiterkomme. Also die Treppe hoch oder geradeaus? Übersehe ich gerade was ganz Offensichtliches? Ja, ich muss ganz oben in der Ecke klicken, dann passieren lauter gruselige Sachen. Die Dunkelheit kommt auf mich zu. Ich muss sie klicken, ich muss sie bekämpfen. Nein, nicht nochmal. Jetzt kann ich hoch. Gut. Ich scheine Probleme mit den Augen zu haben, aber jetzt habe ich es nach oben geschafft. Ein schönes Bild. Sieht aus wie ein Bild von der Familie, die hier gelebt hat. Okay. Verdammt, das Bett ist... Das geht immer so schnell weg. Es ist mit Blut bedeckt. Es sieht aus, als wäre es frisches Blut, aber das kann doch nicht sein. Da schreibt ein kleines Mädchen Tagebuch, 12.04.1958. Heute war mein Daddy böse auf mich. Er hat mich angeschrien und meine Mutter hat geschrien. Er sagte, dass er hier nicht mehr leben will. Das entspricht vollkommen meiner Meinung. Jede Nacht wiederholt sich das Flüstern. Ich denke, es sind andere Kinder, die miteinander reden. Ich habe Angst, ins Bett zu gehen, weil ich ihre furchtbaren Geschichten hören werde. Ich will sie nicht mehr hören. Ich höre, dass mein Daddy nach oben kommt. Ich werde jetzt schlafen gehen, weil ich möchte nicht, dass er wieder auf mich wütend wird. Er hört sich sowieso schon wütend an. Tschüss, Tagebuch. Da hat ein kleines Mädchen da gewohnt und der Vater wollte offenbar gern weg. Und sie konnte es ihm nicht verübeln, weil sie auch einiges Merkwürdiges festgestellt hat.
Ich würde auch gern etwas Merkwürdiges feststellen. Ah, zu. Ach, man muss immer nach oben in die Ecke klicken, dann kommt man weiter. Muss ich mir fürs nächste Mal einprägen. Man sieht es an mir selbst immer in die obere. Immer in die obere Ecke klicken. Oder eben nach unten auf den Pfeil. Ja, dann bin ich wieder hier. Obere Ecke geht nicht mehr. Hier, das geht. Jetzt bin ich wieder in diesem Flur. Das Bild kann ich anklicken. Oder ich gehe hier lang. Jetzt kann ich das Bild nicht mehr anklicken. Jetzt kann ich... Kann ich etwas anklicken? Ich warte hier und suche alles ab. Nein, hier oben. Nein, auch hier oben ist nichts. Ist hier denn vielleicht etwas? Hier? Ich meine, der Pfeil verwandelt sich zumindest in eine Hand. Das ist schon mal ganz gut. Sonst wird man sich hier zu Tode klicken. Aber hier geht es ja irgendwie weiter. Ja. Hey, ich will mich gruseln, ich habe bezahlt. Ich will einfach unheimliche Geister sehen. Ich will nicht immer nur in die schwarze Finsternis starren. Mensch. Warum geht es hier nicht weiter? Was habe ich übersehen? Was ich nachgesehen habe, ist, wenn man hängen bleibt, soll man Tab benutzen. Und jetzt kann ich auf einmal hier klicken. Ganz kleiner Hotspot, aber das mache ich mal. Ach, das ist ein Lichtschalter, wir sehen eine dunkle Gestalt. Und jetzt können wir auch weiter... Also Tab benutzen ist in dem Spiel schon sinnvoll, weil diese ganz kleinen Hotspots, die Tür, die kriegt man auf. Okay. Und weiter. Da sind, was ist da? Instrumente zum Foltern, die sind voll von Blut. Das muss der Raum sein, wo... Hä? Nicht so schnell immer weg. Das muss der Raum sein, wo sie umgebracht wurden. Also die Familie, denke ich, von der redet er. Ja. Na, notfalls benutze ich jetzt etwas schneller Tab-Key, weil es soll ja doch... Hier geht es weiter. Also hier geht es jedenfalls zurück. Hier geht es auch zurück. Jetzt sind wir ziemlich gefährlich aussehende Stufen nach unten gegangen. Ein verschlossener Duschwagen. Aufziehen. Nochmal geht nicht. Da war ein Kopf drin. Okay, jetzt können wir hier rein. Ich verstehe es jetzt, die Seelen... Immer und... Ja, es ist... Also was furchtbar ist, ist, dass der Text so schnell weggeht. Also das sind diese ganzen verfluchten Seelen, die sind hier und werden immer gefoltert von... Und... Was heißt das?
Wie remember, wir erinnern uns. Ach, da kann man auch wieder raus. Verdammt, jetzt wollte ich mich doch da doch ein bisschen umsehen. Naja gut, wir stolpern mal die Treppe runter. Das war Atrocities. Manche haben bemängelt, Atrocity schreibt man mit IE. Gut. Das war kurz und ich verabschiede mich.